Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires: The Rise of Rome. Hallo zusammen. Ja, wir sind hier inzwischen in Nordafrika, in der Nähe von Karthago, also eigentlich auf karthagischem Boden jetzt eigentlich, Ja. und sollten Hannibal noch einmal beibringen, dass der Krieg blöd ist und dass er damit aufhören soll. Ja, das machen wir auf tolle Art und Weise. Ja, es sollte eigentlich effektiv sein. Ja, also, es hat Hoffe ich schon jetzt. funktioniert, ne? Hallo. Das finde ich aber nicht toll. Was sind das für. Ich glaube, das ist der Eingang. Wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Aber er weiß jetzt, wo. Da. Soll ich jetzt Leute rüberschicken? Mensch. Geht ihr mal rüber. Ja. Genau. Die Ballisten können Euch das braucht machen. niemand. Richtig, Ja, richtig. schaut mal, ob da was kommt. Und euch braucht man eigentlich anders. Ja, richtig. Könnt ihr mir mal bitte sagen, ob wir irgendwo so unendlich viel Gold haben und oder Steine? Ja, wenn wir Steine haben, können wir da auch zumachen. Mit drei, vier Türmen Stimmt, so da. stimmt, stimmt. Dann ist kein Problem, ja. Wir haben Steine. Ah, molto bene. Ja, wir haben 500 Steine. Ah, gut, das reicht. Dann machen wir dort zu. Einfach für alle Fälle. Gut. Mach das. Ja, ich bin dran. Du bist dran. Kommen gleich. Aha. Vielleicht Okay, mal ein Eingang Turm. ist anders, aber. Ja, Ich weiß ja haben nicht, wir mal. was da kommt. So. Hey, Sollte ja ja. eigentlich reichen. Hey, Vorerst ja. mal. Oh, wow, wir haben viel Stein. Schau mal. Ah, da ist das Zeug. Ja, alles Ah, klar. und Gold gibt es auch. Was wollte denn der Arbeiter da unten? Der Weltwunder. baut jetzt eine Basis in deiner Basis. Das wäre richtig frech und Der ist richtig ein... lustig. Ja. There is a base in your base. Haha. It's all about that bass. About that. Genau. Kennst du die Chemiker-Verarschungsversion von dem Lied? Nee. So, it's all about that bass. About that bass. No, Aha. ace it. It's all Okay. about. Klingt super. Für die Nicht-Anglophilen unter euch, es ist dann die Anspielung auf Base und Säure. Ich glaube, das hat niemand verstanden. Ach so, Mann. Also, nix für gut. Wer dann Age of Mythology Let's Play gesehen hat, sollte Englisch können. Ja, gut, das stimmt. Ja, aber ich kann ja davon aus, wir kriegen ja immer wieder mal neue Zuschauer. Das musst du auch sehen. Ah, echt? Ja. Wir haben schon Warum? 15 Abonnenten. Was läuft falsch mit euch, Leute? Hey, vergraule nicht unsere Zuschauer, Bro. Nein! Sei freundlich und dankbar, solange sie noch da sind. Solange sie noch da sind, ja. So. Aha, ja gut, ja, wirklich so zwei Eingänge. Ja, zwei so. Drei. Whatever. Okay, zwei Eingänge. Ja, drei. Ja, eher. Eher drei. So, ihr holzt einfach mal da, weil das Okay, ist näher und so. ja, aber dann haben wir noch einen größeren Eingang. Wir haben noch einen größeren Eingang, wo? Ja, wenn da oben das Holz weggeht. Ah. Das ist ja schon so ein groß. Das stimmt allerdings. Gut, dann baut er hier eine Hi. Lagergrube. Dann machen wir unten weiter. Finde ich auch besser. Okay. Gut. Dann, was können wir, wollen wir, sollen wir machen? Soll Also da Gegner kommen? finden wäre noch gut, aber. Richtig, richtig. Und Upgrades machen. Wäre auch Upgrades. super. Was hältst du für die Wirtschaft? Ich habe gerade so ein Problem. Wir kriegen keine Bauern mehr hin. Echt? Ja, dann müssen wir das, was wir haben, mal loswerden, ne? Angriff. Nein, ich will nicht. Doch, doch, Angriff. Aber das ist blöd. Doch, 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 Angriff. Ich bin sicher, dass das eine gute Idee ist. Aber wir haben Ja, doch keine Ahnung, was dort kommt. Nein, nein, da ja. kommt nichts. Alles super. Ja. Die haben keine Ahnung. Ihr könnt ja auch reinlaufen.
Oder wir töten einfach schnell die vier Ballisten, die soll es einfach scheiße. Nee, komm. Sollen wir sie benutzen, schon, alles klar. Du hast ja schon so eine tolle Armee. Benutze sie doch auch. Ja, alles gut. Stimmt, sie können eigentlich sterben, werden sie noch ein paar Pfeile dem Gegner in die Gesicht schmeißen oder so. Außerdem lenken sie ihn ab. Stimmt. Wohl wahr. Okay. Also Gegner ist effektiv im Norden, ne? Ja. Oder scheint zumindest so. Und da haben wir einen Fluss. Ja. Ist Gegner hinter dem Fluss, das wär richtig, richtig böse. Gut, auf der anderen Seite musst du dann nicht mit Angriffen rechnen. Gut, stimmt, ja, dann baust du einfach ein paar Schiffe und tschüss. Seeblockade, genau. Und unsere Schiffe sind ja gut. Ja, die Römischen können was. Ein bisschen. Das Holz. Krieg doch mal das Lagerhaus an. Lagerhaus, du meinst Verbesserung? Ah, nee, ich meine eigentlich den Marktplatz. Der ist da. So, aber gut, so viele Verbesserungen hat es nicht mehr. Ja, wir haben schon fast das alles, weißt du was? Ja, wenn wir schon das Zeug haben, dann definitiv. Ja, stimmt. Das schon haben. Richtig. Dann treffen sie vielleicht dreimal anstatt zweimal oder so. Wäre auch cool. Stimmt. Geht da oben mehr Ressourcen, auch angenehm. Das ist auch gut zu wissen, ja. Also was wir scouten seit neuestem, Leute, seht ihr das? Ja, es ist echt langsam richtig professionell. Ja. Das ist sowas wie Maiko. Ja. Es ist Wahnsinn. Wenn wir auch noch aufhören, also wenn ich aufhöre, ständig neu zu laden, dann wird es so richtig professionell. Dann wird es richtig professionell, ja. Okay, da hinten ist glaube ich nichts, aber guck trotzdem mal schnell nach. Aha, ah nein, da kommt man rein, hä? Das ist blöd. Ah, du wolltest da hinten eine Basis bauen, oder was? Nee, theoretisch so. Ach du kleine. Was? Also er darf das auch. Alles aha. Klar. Okay. Ja, gut, das. Ändert jetzt natürlich die Situation. Gut. Such mir einen Weg rein. Ja, das hat ihn viele Ressourcen gekostet. Hoffe ich jetzt zumindest. Ja, vielleicht baut er wieder mal so. Oh, er baut sogar noch schnell. Er baut schnell, also. Shit. Es wird Zeit. Du hast ja schon eine große Armee. Ja, gut. Also vorwärts. Priester, du hast alles, was du brauchst. Oh ja. Eigentlich schon. Ach komm, marschier doch einfach mal. Ah gut, angeblich sollen wir den schwächsten Punkt suchen, ne? Ja, wir hätten vielleicht vorher damit anfangen sollen. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass er gerade direkt mal so ein Weltwunder hinklatscht. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Diese stimmt. Fiesling provoziert mich einfach. Yep. Er hat mich projiziert. Er projiziert dich. Rollt mal nach vorne, hä? Mit den Ballisten, komm. Ah ja, Ballisten gibt es ja auch noch. Eigentlich auch hast mal. Du deine Armee ja schon fix fertig. Ja, die sind schon bereit eigentlich. Hast du noch ein paar Upgrades, dass du machen kannst für die Armee? Ja, hab ich irgendwie sowas und sowas und Angriff und was? Ey, was soll das jetzt? Du bist ja eine Krön. Wow. Das ist ja eine Kröte. Ah, ja. Komm, sie haben immerhin was gemacht. Ah, sie haben lebst was sogar noch. Du lebst sogar noch. Ja gut, wir haben da noch Türme, das sollte eigentlich halten. Das ist ja. Sonst kannst du jetzt auch wieder nachbauen. Sonst machen wir es wie Scipio, greifen den Gegner an, dann muss er sich zurückziehen. Genau. Schau mal, er ist immer noch da. Oh. Okay, alles klar, Leute. Nach vorne. Der greift echt ziemlich an, du. Oh. Ja. Nö, okay. Eigentlich gar nicht mal so. Oh gut, eben, dann nutzen wir die Zeit. Richtig. Wir haben ja jetzt gerade Zeitdruck aus irgendeinem Grund. Der Rest könnte eventuell sich so hinstellen.
Dass ja, die Kulte noch dran vorbeikommen und so. Mach doch mal ein Priester-Upgrade. Priester-Upgrades. Ja, ja, weil die brauchst du immer sehr häufig. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt, ganz ehrlich. Oh. Super. Toll. Kommt, erledigt ihn wenigstens. Au. Oh, Elefanten. Okay, alles klar, dann töten. Vielleicht kriegt das doch hin. Vielleicht sollten wir ein bisschen weiter entfernt noch eine Siedlung bauen. Nur für den Fall. Kommt mal hier rüber. Ja, genau, genau. Sehr gut. Da hat sie auch sogar Gold und alles. Eben. Nein, vielleicht musst du es auch gar nicht, weil er sich jetzt dann gleich wieder zurückzieht. Aber man weiß ja nie. Ja, ist schon so. Man kann es nie abschätzen. Aber man kann nie sicher genug sein. Pass auf, dass dir dann nicht in den Rücken fällt, ne? Ah, ja. Priester. Yep. Waren es schon immer drei oder habe ich jetzt ein paar verloren? Du hast immer drei. Was du verloren hast, ist ein Arbeiter. Oh. Also nein, Entschuldigung, ein Schwertkämpfer, der steht noch da hinten. Ja. Du kommst noch mit. Was war das? Ich habe einen Priester gehört. Toll. Ja, es hat der Elefant, ne? Irgendetwas heilt da herum. Ach so. Ach so, ja, alles klar. Können wir aber auch. Das nächste Mal greifen wir direkt an. Falls wir. Was? Hat. Nee, ernsthaft. Echt jetzt? Wie hinterhältig. Zieh doch das Katapult zurück. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Wieso hast du so eine erbärmliche Reichweite? Du brauchst bessere Katapulte. Aber dringend. Aber ja. Irgendwas sagt mir, das wird nicht so. Ja, mit was sagt mir, das ist nicht die schwächste Stelle. Ja. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Aber ja. Schon, meinst du, es ist. Du kannst dich verwundeten Einheiten zuziehen. Und du kannst auch eine Elefanten bekehren. Ah ja, wo sind die Pri? Zu weit weg. Natürlich schön. Nein, was macht der? Oh, du gewinnst sogar. Wow. Was ich gewinne? Oh, yeah. Schau mal. Du kannst auch die verwundeten Einheiten zurückziehen, wenn du Lust hast. Ja. Weil du ja nicht so viel hast. Du kannst so viele Dinge machen. Nein, du nicht so. Nicht das. Das ist blöd. Okay, Rückzug. Schöner Angriff, aber Rückzug. Aber jetzt hast du ja die Priester, jetzt gibt es einen neuen Elefanten für dich. Ja, ja, das. Das ist doch so. Aber trotzdem so ein strategischer Rückzug für Heilung und so und irgendwie vielleicht ein wenig. Na, no, schade. Okay, lauf noch hinterher. Nein! Nein! Da hast du nur noch mehr als genug. Das ja, aber ich will nicht, dass die Steine mich treffen. Vielleicht sollten wir damit anfangen, eine neue Basis zu bauen. Ja. Ich konnte ja sehr vieles retten. Dorfzentrum. Was meinst du da oben? Oder ist das irgendwie. Sehen wir ein bisschen kein Holz. Ja, true story. Holz hat's dann. Ja, wir können ja Holz irgendwo sonst wo holen. Ja, okay. So gut, es. Stimmt. Auf der anderen Seite bist du dann nah mit der Armee. Gut. Okay, ja, wir. Das hast du ja gewonnen. Gut gemacht. Ach du Ha. Ah! Danke, Hannibal! Danke, Karthago, dass du ein Kolosseum baust! Gut! Alles klar, ja, wir müssen langsam reinwürgen. Jungs, Turm, weg. Oder warte mal. Oh, eure Reichweite ist einfach so erbärmlich. Vielleicht kannst du das davor angreifen. Aha, ja. Ich sehe deinen Punkt. Mal schauen, ob das geht. Das Warte geht. Mal. Nein, das geht nicht. Ach, geht Menno. Nicht, kannst du nicht noch kurz ein Reichweiten-Upgrade machen? Ja, wo? Ja, dann baust du halt schnell das Gebäude. Mach's grad. Also. Waffenschmiede. Das ist ein Problem.
ist jetzt absolut kein Problem drin. Genau, danke. Mach das. Das ist eigentlich auch noch eine gute Idee. Wir können ja beide zur Seite bleiben. Ne, eben, suchen wir den schwächsten Punkt, das ist jetzt irgendwie. Ja, gehen wir doch da rein. Priester, bitte heilen. Soll. Die Pferde sind schon geheilt. Ah, nee, sind sie nicht. Ihr könnt mal hier näher kommen und ihr könnt sie mal heilen. Ah, es ist schon wieder so einer, der sich zurückgezogen hat. Ja. Also. Ja, das wollen wir haben. Nahrung. Mist. Das hätten wir vielleicht schneller machen sollen. Ja. Ja, komm. Ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt weiß der Computer ja nicht mehr, wo wir sind. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch jedes Mal lustig. Ach, Computer. Ich werde dich vermissen, wenn ich gewonnen habe. So. Der Rest von euch geht bitte hier runter. Und holzt, ja. Und holzt. Richtig. Was? Hast du gerade was zugemacht? Nein, lass den. Der ist nicht wichtig. Das ist ein Bauer. Wer interessiert sich schon für einen Bauer? Nein, mach das Loch größer und nicht einfach mehrere Löcher. Das ist auch blöd. Das ist auch nicht so schlau. Richtig. Okay, jetzt haben wir es. Ne? Ja, da kommst du durch. Also Jungs, könnten wir bitte mit der Armee nachrücken? Ja. Die gehen dir sonst alle drauf. Nein. Vor allem, falls wir den Elefanten für dich hat. Ja, das wäre natürlich auch ganz cool. Okay, Priests. Möchtest du vielleicht mit Kontrollgruppen arbeiten? Ja. Habe ich auch gerade gedacht, aber sie sind immer so mitten in der Menge, das ist so blöd. Ecke, nicht zurück. Der Typ ist knallhart. Oh, da ist ein Elefant für dich. Ja, das habe ich gesehen. Eins, aber ich weiß nicht, wo. Nein. Nein. Okay, doch. Da, kaputten. Du kannst sie auch aufteilen, wenn du willst. Wenn du willst. Meine Tipps sind immer so furchtbar formuliert. Nein. Da, kämpf gegen dein Bro. Den schwachen Reiter vielleicht zurückziehen. Ich ziehe sie alle jetzt gerade zurück. Nein. Also der starke. Holst du mal bitte das Dreckskatapult. Töte es. Hast du nicht noch einen Priester, der noch nicht bekehrt hat? Ja, aber was soll er machen? Der soll den anderen Elefanten bekehren. Allein? Ja. Ja. Weil du verlierst den jetzt dann gleich. Ich will mit dem Elefanten weg. Meinst du? Ja. Okay. Ja, aber das lohnt sich nicht. Jetzt verlieren wir ihn definitiv. Ja, aber der andere Elefant geht dem jetzt nach. Siehst du? Das ist nicht so fest. Und jetzt kannst du bekehren. Ja, und du töten. Ja, ich bin dran. Ah. Okay. Nein! Ah, oh Gott, ihr seid so. Machst du doch gut, ist doch gut gelaufen. Rückzug. Ah ja? Du hast zwei Elefanten? Ja. Du hast einen Reiter verloren. Das heißt. Du hast nur einen Reiter verloren. Nein, ich habe gar keinen Reiter verloren. Gut, dann hast du ja Gewinn gemacht. Schau mal. Ja, schon. Oh. Jetzt mit der Armee nachziehen. Ah, du, doch, da unten hast du einen Reiter verloren. Na egal. Kannst du jetzt, ich glaube, du kannst jetzt das Katapult-Upgrade machen. Yep. Wo sind eigentlich. Was macht ihr? Die machen Ferne. Fernmining. Ah, die leben noch? Ja, offenbar. Jungs, mach das hier. Das Katapult-Upgrade. Ja, ich bin dran. Wozu überhaupt? Wir müssen die Türme gar nicht mal ausfacken. Aber sie sind, glaube ich, auch stärker, oder nicht?
Ja, schon. Außerdem hast du da, musst du da nicht so nah an das blöde Weltwunder an. Ja. Das wird nämlich langsam ein bisschen knapp. Ja. Was passiert, was blinkt dort eigentlich so schön? Ach, egal. Wo blinkt was? Ach, egal. Dort links, siehst du? Da blinkt links. Was. Dort links, da ist so ein... Hat da noch irgendeiner irgendetwas gemacht? Nein! So, jetzt ist mir egal. Speichern, die Folge ist eigentlich zu Ende. Okay. Okay, Hannibal, dafür wärst du sowas von Saldeinkopf, werde ich in den Katapult reinstecken. Du bist ja schon bald beim Weltwunder. Naja, also Leute, falls ihr sehen wollt, falls uns 1200 Jahre noch reichen werden, um das Weltwunder zu schreddern, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.